Wir werden jetzt nicht von heute auf morgen das ganze Schulsystem umgestalten, das ist mir auch klar. Aber je mehr man versteht, umso schneller kann man einen Weg finden, sich selbst zu helfen. Der womöglich beste Tipp, den ich jemals bekommen habe, ist: Sei ein Erwachsener, mit dem sich dein jüngeres Ich wohlfühlen würde. Und ich glaube, für Introvertierte ist das ganz wichtig, wenn sie auf ihre Kindheit und Jugend zurückblicken, dass sie diesen Ansatz wählen. Ich persönlich wusste, als ich ein Kind oder Teenager war, nicht, was introvertiert bedeutet. Ich wurde aber trotzdem, logischerweise, in das gleiche System gesteckt wie alle anderen. Also auch wie die Extrovertierten. Und aus heutiger Sicht ist es mir völlig einleuchtend, warum ich mich in der Schule teilweise nicht wohlgefühlt habe, aber auch nach der Schule, nach der letzten Stunde, nicht so wirklich klar kam. Und genau darüber möchte ich heute sprechen, nämlich darüber, dass man, wenn man Schüler ist, schon 6, 7, 8, 9, manchmal 10 Stunden sozial aktiv ist. Einfach nur, weil man im Unterricht sitzt oder weil man in den Pausen ist, weil man ja auch Freunde trifft, die Menschen werden auch noch gemobbt. Aber so oder so ist man automatisch allein durch die Teilnahme am Schulsystem schon viele, viele Stunden am Tag unter Menschen und verliert somit soziale Energie, ob man nun möchte oder nicht. Und wenn man dann nach Hause kommt, ist es total normal, dass man keine Lust hat, noch irgendeinem Hobby nachzugehen, Freunde zu treffen, zu einer Familienfeier zu fahren oder sonst was. Für mich ergibt das total Sinn, dass ich Probleme damit hatte, Hobbys weiter zu betreiben, Freunde zu treffen, richtig sozial zu sein nach der Schule, weil ich war total ausgelaugt, wenn ich nach Hause kam. Und das geht ganz vielen Introvertierten so, die in der Schule sind, die in der Uni sind oder die auf Arbeit waren. Und da kommt dann ja auch noch dazu, dass es auch noch den normalen Schulstress gibt und die ganzen Hormone, Teenager sein. Alles, was wir jetzt machen können, ist weiter Aufklärung betreiben und zu gucken, dass alle Kinder, Jugendliche und ihre Eltern und eben auch die Lehrer so ein bisschen, alle wissen, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Wir werden jetzt nicht von heute auf morgen das ganze Schulsystem umgestalten, das ist mir auch klar. Aber je mehr man versteht, umso schneller kann man einen Weg finden, sich selbst zu helfen. Wenn wir zurückdenken an diese Zeit, in der vieles sehr anstrengend war, in der wir uns nicht verstanden haben, was fürs Jugendlichsein total normal ist, aber was für Introvertierte eben auch bedeutete, negatives soziales Feedback zu bekommen und das nicht zu verstehen. Wenn wir an diese Zeit zurückdenken, können wir wütend werden, können an all das denken, was wir nicht geschafft haben, an all die Beziehungen, die kaputt gegangen sind, an all die Möglichkeiten, die wir nicht hatten, weil wir so viel Zeit damit verbracht haben, erstmal uns selbst zu finden. Oder wir können diesen Ansatz wählen, zu sagen: Hey, jüngeres Ich, es ist okay. Es tut mir leid, dass es dir so ging, aber es ist okay. Wir haben gelernt, wir wissen es heute besser. Und alles, was wir damals falsch gemacht haben, alles das, was wir damals nicht erreichen konnten, ist logisch. Im Kontext des Introvertiertseins in einer Welt, die von Extrovertierten geprägt ist, ist es okay, dass wir nicht super erfolgreich, nicht super beliebt waren und dass wir auch Fehler gemacht haben. Das gilt grundsätzlich für alle Menschen. Das ist nichts, was man sich nur sagen sollte, wenn man introvertiert ist. Aber ich finde speziell, wenn Intros auf ihre Schulzeit zurückblicken, haben wir viele Erfahrungen, die sehr ähnlich sind, warum es anderen so leicht gefallen ist, vor Menschen zu reden, warum einige so viele Freunde hatten und man selbst das alles nicht geschafft hat. Wenn man das jetzt im Nachhinein versteht, kann das sehr beruhigend sein. Du hast heute die Mittel an der Hand, es besser zu machen. Du kannst dir selbst helfen, du kannst aber auch anderen helfen, du kannst darüber sprechen. Du hast die wundervolle Fähigkeit, das Verständnis, das dir früher nicht gegeben wurde, dir heute selbst zu geben.